Die Feuerwehr ist am Donnerstagvormittag zu einem Brand nach Strickhammer gerufen worden. Um 10.32 Uhr alarmierte die Großleitstelle Oldenburg sowohl die Feuerwehren in Sandkog und in Wadenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache war am Ginsterweg in einem ländlichen Bereich ein größerer Holzschuppen in Brand geraten. Menschen waren nicht in unmittelbarer Gefahr. Die größte Sorge galt mehreren Pferden, die in einem angrenzenden Stallgebäude vermutet wurden. Wie sich glücklicherweise vor Ort herausstellte, war der Stall aber leer. Die Feuerwehren bekamen durch enge Zusammenarbeit das Feuerstell unter Kontrolle. Das Holzgebäude brannte aber dennoch völlig aus. Um an die Brandnester heranzukommen, arbeiteten sich Feuerwehrleute mit der Kettensäge in das Innere vor. Anschließend wurde ein breiter Schaumteppich ausgelegt, um das Feuer nachhaltig zu ersticken. Sandkog und Wadenburg waren jeweils mit etwa 20 Feuerwehrleuten im Einsatz.